Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Florian Möller von Konversionskraft. Viel Spaß! Hi und ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Die Sendung mit der Metrik, deinem Webanalyse-Podcast. Ich bin Mike Bruns und in der heutigen Folge habe ich mir mit Florian Möller, den Senior Web Analytics Consultant von Konversionskraft, ins Boot geholt. Mit ihm habe ich zu einem wichtigen Thema für Webanalysten gesprochen, der Customer Journey Analyse. Ich habe ihm dabei auf den Zahn gefühlt, welche Modelle bei der Betrachtung der Nutzerreise auf eurer Website eine Rolle spielen, wann eine Customer Journey überhaupt losgeht und auf welches Tool er für die Analyse hauptsächlich zurückgreift und noch einiges mehr. Gleich geht's los. Vorab wollte ich aber noch auf einige der Kommentare zur ersten Folge eingehen. Ich fand das wirklich klasse, was da schon reinkam. Igor zum Beispiel hat sich bedankt in Form von möchte mich herzlich für die erste Folge bedanken. Sehr gelungen, warte auf weitere Folge. Gerne, Igor. Das ist die nächste Folge. Ich hoffe, sie gefällt dir genauso. Von Martin kam, hallo Mike. Nummer 1 war gut. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Von Walter kam sogar noch ein Hinweis, dass wir uns das Google Data Studio mal anschauen sollten für die automatisierte Visualisierung von Reports. Und hat auch gleich noch ein super Beispiel aus seinem eigenen Blog angehängt. Schaut also mal in die Kommentare der Folge 1. Finde ich super klasse, wenn da so interagiert wird. Das hatte ich mir genauso vorgestellt. Also vielen, vielen Dank. Das ist echte Community. Bitte macht so weiter. Ich lese wirklich alles, was ihr schreibt oder auch teilt. Und ja, bleibt dran. Nehmt einfach noch den Hashtag mit für diese Folge wieder. DSMDM, die Sendung mit der Metrik. Und jetzt geht's los. Enjoy. So, und da sind wir schon. Heute die Sendung mit der Metrik im Gespräch mit Florian Möller von Konversionskraft. Und wir haben uns als Thema gesucht, die Customer Journey Messung mit Google Analytics. Jetzt möchte ich gerne ein paar Worte zu Anfang noch zu Florian verlieren. Florian ist bei den Conversion Optimierern von Konversionskraft bzw. WebArts. Ja, wer die kennt, der wird trotzdem möglicherweise noch nicht so unbedingt mit Florian in Kontakt gekommen sein, weil der ist erst seit Mitte letzten Jahres dort, hat aber in der Zwischenzeit schon durchaus wichtige Beiträge geschrieben, wie ich finde, auch sehr umfassende Beiträge, insbesondere eben zum Thema Customer Journey Messung. Das war sein letzter großer Beitrag und ich fand den wirklich hervorragend. Ich habe das mal als Ansatzpunkt genommen, mit ihm heute zu sprechen. Florian ist Senior Consultant Web Analytics bei Konversionskraft, beziehungsweise eben WebArts AG und dort eben auch Product Owner und soll das ganze Thema dort weiterentwickeln. Hallo Florian. Hallo Mike. Es geht ja runter wie Öl, schon gleich am Anfang. Und ja, ich bin bekannt für umschwärmende Worte. Ja, das klingt gut. Aber wir haben ja ein fantastisches Thema und es wird uns sehr leicht fallen, darüber zu sprechen. Mhm. Und ja, Florian, woher kommst du ursprünglich? Also seit einem halben Jahr bist du bei Konversionskraft. Was hast du vorher gemacht? Genau, du meinst jobmäßig, was ich vorher jobmäßig gemacht habe. Jobmäßig zum Beispiel, genau, oder auch themenmäßig. Ja, also ich bin jetzt schon insgesamt 10 Jahre im Online-Bereich tätig. Habe vor 10 Jahren in Kiel angefangen im Online-Marketing und war vor Konversionskraft dann, also als ich dann nach Hamburg gewechselt bin, nach meinem Studium auch, war vorher bei der Agentur Comas Plus. Jetzt Sinnerstrader Commerce, wurde umbenannt und habe halt eigentlich da halt auch Web Analytics und Conversion Optimierung betrieben. Ja, und bin jetzt halt seit August dann zu Konversionskraft hier in Hamburg gegangen. Ja, sehr schön. Ja, das ist, also ich glaube, dass es keine schlechte Wahl ist. Also ja. Konversionskraft ist ja durchaus ein bekanntes, sehr bekanntes Unternehmen mittlerweile in Deutschland. Also ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass sie noch ein bisschen weniger bekannt waren vor einigen Jahren, weil man arbeitet ja doch ständig da an der Sichtbarkeit und mit André Moritz, Gabriel Beck und Thorsten Hubert gibt es ja doch auch einige Köpfe, die man da so kennt in der Branche, sage ich mal. Ne? Genau, ja. Genau. Alles super nette Kollegen, die da halt auch viel machen und auch auf unserem Blog Konversionskraft, wo halt auch regelmäßig wöchentlich halt sogar da neuer Input entsteht, ne, und neuer Content zu lesen ist. Ja, also wir machen da schon wirklich sehr viel bezüglich Conversion-Optimierung, Analyse,
was machen die Nutzer halt eigentlich so im Internet, ne? Was machen die auf Online-Shops so? Wo sind da Schwachstellen zu finden auf Online-Shops? Wie kann man das noch optimieren? Aber auch, welche unterschiedlichen Nutzersegmente und Zielgruppen lassen sich da halt eigentlich erkennen, ne? Damit halt nicht mehr zukünftig wirklich jeder Nutzer immer gleich bedient wird von einem Shop, sondern dass das Ganze dann halt auch immer personalisierter wird und jeder Nutzer nachher quasi seinen angepassten Online-Shop ausgespielt bekommt. So. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch so grob umrissen, das, was ich hier bei Konversionskraft mache. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Web-Analytics-Daten und schaue dann dort, was lässt sich darin halt eigentlich erkennen. Ne? Was machen Nutzer auf der Seite? Wie gut kommen sie mit der Seite zurecht? Was kann man dann noch verbessern? Und was für unterschiedliche Nutzertypen gibt's wirklich? Also letztendlich reizt dich dann daran diese Analysemöglichkeiten. Also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht unbedingt nur auf Zahlen fixiert bist, sondern dass dich im Wesentlichen wahrscheinlich auch der Mensch hinter diesen Daten irgendwo interessiert, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist dann immer das, was man im Auge behalten muss auch, ne? Dass halt in den Zahlen halt dahinter dann immer irgendwelche Nutzer stecken. Das sagen wir auch bei Konversionskraft immer, es ist halt nicht nur der Klick, der da passiert, ne? Und dann über den Klick wird dann halt irgendwas an Daten übergeben. Nee, man muss halt auch immer im Auge behalten, was da eigentlich im Kopf des Nutzers vorgeht. Also der schaut sich die Seite an und klickt dann halt, aber was passiert zwischen diesem, er schaut sich die Seite an und klickt auf der Webseite, ne? Was passiert da halt eigentlich im Kopf? Was für Fragen stellt sich der Nutzer? Was für Entscheidungen trifft der Nutzer? Wie reagiert er auf die Website? Und das ist halt auch immer unterschiedlich und halt auch etwas, was man jetzt in den reinen Zahlen noch nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil das halt auch viel mit Psychologie zu tun hat. Aber da gibt es auch ganz viele Analyseansätze bei uns, wo wir das dann wirklich auseinandernehmen, mit Nutzern reden wirklich, in Labs, in User-Interviews und da halt auch die Expertenbrille aufsetzen und dann halt schauen, was passiert da halt eigentlich auch im Kopf des Nutzers, was für psychologische Modelle greifen da halt und wie kann man das eigentlich anwenden und noch besser machen. Du sprichst jetzt das Thema Psychologie an. Habt ihr bei Konversionskraft nutzt, habt ihr da auch Psychologen im Team, die, ja, habt ihr tatsächlich? Ja, genau. Wir haben halt einige Psychologen bei uns auch im Team, die sich darauf auch spezialisiert haben, zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, so Verhaltenspsychologie, Wirtschaftspsychologie, was steckt dahinter, wie kann man das auch anwenden, um Online-Shops noch besser zu machen. Jetzt haben wir als großes Oberthema heute ja die Customer Journey Analyse. Vielleicht fasst du mal so grob zusammen, worum es dabei eigentlich geht. Ja, Customer Journey Analyse bedeutet halt eigentlich so der komplette Weg des Nutzers bis zur Bestellung wirklich und halt auch alle sogenannten Touchpoints des Nutzers mit meiner Marke, wenn ich jetzt ein Online-Shop-Betreiber bin, mit meiner Marke, mit meinen Produkten. Das heißt, wie nimmt er mich halt eigentlich wahr? Wie kommt er überhaupt in meinen Shop? Wie wird er aufmerksam auf mich? Und wie interagiert er halt auch mit meiner Marke und mit meinem Shop, bis er letzten Endes halt überzeugt ist, auch was zu bestellen? Und halt auch aber darüber hinaus noch, ne? Also wie ist dann, wie wird die Beziehung des Kunden halt danach eigentlich noch gepflegt und weiter gefördert? Und letztendlich, warum ist sie so entscheidend, so wichtig, insbesondere in der Webanalyse? Du siehst halt in der Customer Journey wirklich, wo es nachher hakt, ne? Oder was für Fragen der Nutzer sich stellt und wie du ihm dann halt helfen kannst, in seiner eigenen Customer Journey weiterzukommen. Also Customer Journey oder Kaufentscheidungsprozess auch, dass du halt siehst, okay, hier scheint es irgendwie beim Nutzer zu haken, ein Problem zu geben. Er hadert noch mit der Bestellung, kommt nicht weiter voran. Woran liegt das? Und wie kann ich ihm dann halt helfen, die nächste Stufe in diesem Entscheidungsprozess zu erreichen? Ihr sprecht ja, du hattest in deinem größeren Blogpost, den ich im Übrigen auch nochmal verlinken werde, da sprecht ihr ja von insgesamt 5 Phasen in der Customer Journey. Genau, es gibt halt unterschiedliche Modelle, die Customer Journey beschreiben, zum Beispiel das AIDA-Modell oder es gibt halt auch zum Beispiel das Modell 5 Level of Awareness, das ich auch in meinem Artikel erwähne, was auch mein Kollege Thorsten Huberts schon ausführlicher beschrieben hat. Das sind immer solche Ansätze, die dann beschreiben, durch welche Phasen läuft der Nutzer denn halt eigentlich innerhalb der Customer Journey, ne? Welche Phasen gibt es dort halt in diesem Kaufentscheidungsprozess von wirklich ganz vorne, der Nutzer kennt mich noch gar nicht, der kennt meinen Shop nicht, kennt meine Produkte nicht, bis halt über, okay, er kennt mich halt sehr gut, er ist halt Stammkunde,
und bestellt halt bei mir eigentlich immer relativ schnell, ohne sich noch großartig in anderen Shops umzugucken oder da halt noch irgendwie Preise zu vergleichen oder so, ne, weil er einfach von meinem Service überzeugt ist. Diese, ich sag mal, ganze Historie eines Users geht ja im Prinzip darauf zurück, dass heute ja kaum noch ein User sofort beim ersten Mal kauft. Es sei denn, es sind sehr, sehr, sehr treue Kunden, ne? Oder sehr unkomplexe Produkte oder meinetwegen auch sehr günstige Produkte. Ja. Ja. Genau, wenn es anders ist, also komplexe Produkte oder teure Produkte, beratungsintensive Produkte, da haben wir in der Regel ja wirklich auch mehrere Touchpoints. Ne? Und ihr sprecht bei Konversionskraft ja häufig dann von diesen Unaware, Problem Aware, Solution Aware, Product Aware und Most Aware Phasen. Genau, ja. Die ja dann, ich sag mal, entweder einzeln durchlaufen werden oder jemand ist ohnehin schon überzeugt, dann steigt er wahrscheinlich schon direkt hinten ein. Ne? Und gibt es sowas wie eine typische Customer Journey? Also ich sag jetzt mal, wenn ich diese fünf Begriffe da jetzt hinwerfe, von Unaware bis Most Aware, dann ist das ja, ich sag mal, ein komplettes Beispiel. Ne? Aber ist das auch so eine typische Customer Journey oder gibt es da Abkürzungen oder wie seht ihr das? Also diese Phasen durchläuft eigentlich jeder Kunde irgendwann einmal, ne? Weil es geht halt immer damit los, dass du irgendwie ein Problem hast oder ein Bedürfnis hast und dann halt nach einer Lösung suchst. Ne? Wie kannst du das jetzt halt eigentlich dann das Problem beseitigen? In meinem Blogartikel hatte ich zum Beispiel eine Reisebuchung geschrieben. Ne? Dann hast du halt erst einmal so das Bedürfnis, oh, okay, irgendwie will ich halt mal wieder weg, ein bisschen Urlaub haben, ein bisschen Abenteuer. Und dann kommt dann halt dieser Gedankenschritt, okay, halt dann brauche ich mal eine Reise. Also ich buche halt mal eine Reise. Das kannst du aber eigentlich auf jeden Service, jedes Produkt anwenden. Und die Customer Journey sieht dann natürlich immer etwas anders aus. Aber diese groben Phasen, die wirst du da eigentlich auch immer irgendwie wiederfinden. Die müssen halt nicht immer online stattfinden. Ne? Also ich kann natürlich halt auch bestimmte Phasen dann halt auch offline irgendwie durchlaufen, dass ich dann halt zum Beispiel mir Schuhe anschaue. Oder ich habe halt das Bedürfnis, okay, meine Schuhe sind kaputt irgendwie, meine meine Laufschuhe sind halt irgendwie durch, ne? Ich brauche halt mal ein neues Paar. Hatte meine letzten Schuhe halt schon bei Götz in der Filiale gekauft. Ah, okay, ich gucke halt mal im Internet und diesmal bestelle ich halt auch im Online-Shop von Götz als Beispiel. Ne? Dann habe ich halt, wenn ich in den Shop komme, halt, dann fange ich nicht ganz vorne an in der Customer Journey. Also dann starte ich da dann halt schon in einer der hinteren Phasen dieser Five Level of Awareness und bestell die dann halt online, statt dass ich sie dieses Mal offline im Laden kaufe. Aber ich komme halt dann doch letzten Endes wieder bei der letzten Phase der Customer Journey dann wieder raus. Und wie messt ihr die Customer Journey? Nutzt ihr da, ich sage jetzt mal, nur Web-Analyse-Tools wie Analytics beispielsweise? Oder wie geht ihr an die Sache ran? Also wie könnt ihr feststellen auch letztendlich, in welcher Phase sich vielleicht jemand befindet? Also hauptsächlich arbeiten wir da mit Web-Analytics-Daten, um da einfach zu schauen, wenn der Nutzer auf die Seite kommt, ne? Woran können wir an diesen On-Site-Daten wirklich erkennen, in welcher Phase er gerade ist. Es ist halt nicht immer 100%ig präzise, also das hat auch immer ein bisschen Unschärfe damit drin, aber es ist ein guter Ansatzpunkt, um da dann zu sehen, in welcher Phase sich ein Nutzer womöglich gerade befindet und auch in welcher Phase sich wie viele meiner Nutzer insgesamt befinden. Also so daran kann ich ganz gut erkennen, in welcher Phase die meisten meiner Nutzer noch irgendwie ins Stocken geraten auf meinem Shop. Und wo ich dann ansetzen sollte, um zu schauen, okay, brauchen die Nutzer da halt tendenziell mehr Infos? Brauchen die da halt eine bessere Beratung? Also brauche ich da halt eine feinere Produktsuche oder mehr Filtermöglichkeiten oder was auch immer dann, ne? Aber du kannst das natürlich halt auch noch weiter ausweiten und mit anderen Daten nutzen, ne? Du kannst halt auch natürlich schon das mit AdWords-Daten halt probieren und da halt schauen, okay, auf welche Anzeigentexte klickt da der Nutzer, ne? Und was stand in diesem Anzeigentext? War das halt auch eher
schon auf das konkrete Produkt gemünzt. Also bei meinem Laufschuhbeispiel zum Beispiel steht da halt irgendwie ein bestimmtes Essex-Modell schon dran. Dann weißt du, okay, wenn der Nutzer halt da auf diese Anzeige klickt, dann ist er schon relativ weit in seiner Entscheidung, ne? Weil er sich halt schon für einen konkreten Schuh entschieden hat. Geht's aber mehr darum, ja, er sucht Laufschuhe allgemein. Okay, dann hat er zwar seinen Bedarf schon erkannt, aber er hat sich noch nicht für einen bestimmten Schuh entschieden. Oder geht's halt eher um das Bedürfnis oder das Problem, dass es irgendwie darum geht, ja, endlich mal wieder Sport machen, jetzt wo es halt wärmer draußen wird, oder hier tun sie was für ihre Gesundheit oder so, dann ist er halt doch eher in dieser Bedürfnisphase als in der Problem-Aware-Phase. Das kannst du dann halt auch daraus aus diesen Anzeigentexten oder Suchbegriffen ableiten. Und an welchen Stellen in Web Analytics Tools können wir uns ein bisschen eingehender damit beschäftigen? Also gibt es da bestimmte Reports, die du dir immer zuerst anschaust, um zu schauen, wie könnte hier so eine typische Customer Journey aussehen oder in welcher Phase stecken vielleicht auch Menschen? Also das hängt auch immer viel damit von ab, wie das Tracking konfiguriert ist, ne? Also ich kann ja halt auch ganz viele benutzerdefinierte Anpassung vornehmen, dass ich halt viel mit Event-Tracking arbeite, wirklich die Produktsuche tracke, die Filter tracke und so weiter. Aber auch beim Standard-Tracking gibt es da eigentlich schon gute Ansätze. Ganz klassisch, ich gucke halt nach neu und wiederkehrenden Nutzern. Dann weiß ich halt, okay, der Nutzer war halt schon mal im Shop. Das heißt, wenn es halt noch nicht allzu lange her ist, ne, also wenn der erste Visit jetzt halt nicht schon irgendwie x Monate her ist und der Nutzer damals wahrscheinlich ein ganz anderes Produkt gesucht hat, dann kann ich da schon mal draus Rückschlüsse ziehen. Wenn ich dann mir halt auch anschaue, über welchen Traffic-Kanal der Nutzer gekommen ist, welchen Suchbegriff er vielleicht eingegeben hat, aber auch, was für Content er sich auf der Seite angeschaut hat. Hat er sich schon viele Produktdetailseiten angeschaut? Hat er sich eher Service-Seiten angeschaut oder Kategorie-Seiten? Das kann ich mir dann halt alles entsprechend anschauen, segmentieren. Ich kann halt auch danach segmentieren, ob der Nutzer schon ein, zwei oder mehrmals auf meiner Seite war, über die Anzahl an Sitzungen. Das ist auch immer ein ganz guter Indikator, ne? War der Nutzer jetzt halt innerhalb der letzten Wochen irgendwie schon drei, viermal auf meiner Seite, dann weiß ich, okay, der ist sich noch unschlüssig über ein bestimmtes Produkt, aber weil er so oft da war, scheint er da schon irgendwie Interesse zu zeigen. Und dann kann ich mir anschauen, was für Produkte oder was für Content hat der Nutzer sich dann angeschaut und wo steigt er da halt auch immer aus. Also da so ein bisschen Rückschlüsse zu ziehen, was geht da eigentlich im Kopf des Nutzers vor und wo hakt das eigentlich gerade bei dem Nutzer. Das heißt, ihr habt quasi je Phase, die der Nutzer so durchschreitet, vielleicht bestimmte Vorgaben, wie ein solches Segment aussehen könnte. Also als Beispiel, jemand ist vielleicht schon Product Aware, ja, und schaut sich auf Produktseiten um, steigt dort aber wieder aus. Ja, also vielleicht in dem Sinne. Oder er hält sich auf bestimmten oder klickt bestimmte Dinge auf der Website, die dann vielleicht mit Ereignissen hinterlegt sind, die dann wiederum in der Web Analytics gemessen werden können. Genau, ja. Genau. Genau. Gibt es denn, ich sage jetzt mal, es gibt ja auch noch andere Reports, die auch noch Rückschlüsse zulassen, wie lang überhaupt so eine Customer Journey sein kann. Also ich mag jetzt mal zum Beispiel an den Fahrtlängen-Report denken, ja, der dann ja ganz gut in Google Analytics darstellt, wie viele Kontakte man im Prinzip bis zur Conversion letztendlich hatte. Ja. Oder auch die Top-Conversion-Pfade, ein Bericht im Conversion-Bereich, der, wie ich immer finde, einen wahnsinnig erschlagen kann, wenn Produkte komplex werden. Ne? Weil in der Regel sieht man dann eben schon lange nicht mehr nur einen Kontakt, bevor der Kauf getätigt wurde, sondern es sind dann wirklich extrem verschachtelte Ketten. Ne? Da kommt mal jemand, vielleicht wird er zunächst per Social irgendwo auf eine Seite aufmerksam, vielleicht dann in Folge sucht er nochmal mit der organischen Suche nach der Seite, kommt später nochmal über AdWords rein, kommt nochmal per Direct, kommt nochmal über AdWords und so weiter. Und es sind dann halt 5, 6, 8, manchmal auch mehr Touchpoints, die das Ganze dann auch wirklich sehr komplex werden lassen. Und
Ja, ich sag dann immer, gut, dass es heute solche schönen Reports gibt, die den Kunden oder dem Unternehmen auch verraten, dass es eben nicht mehr diese kleine Einbahnstraße ist, jemand kommt und kauft sofort, sondern dass da wesentlich mehr dran hängt heutzutage. Ja, genau. Das sind wirklich diese ganzen Berichte, die nicht nur einzelne Visits betrachten, ne, oder einzelne Sitzungen, sondern da halt wirklich schauen, wie oft war der Nutzer jetzt halt eigentlich schon auf der Seite und wie ist er dann halt immer wieder auf die Seite gekommen, ne? Ja, da plädiere ich auch immer für die Nutzer-Conversion Rate, dass man sich da einfach mal anschaut, wie hoch ist denn meine Conversion Rate eigentlich, wenn ich die Anzahl an Bestellungen nicht durch die Anzahl an Visits teile, sondern durch die Anzahl an Nutzern. Weil dann schon so ein bisschen mehr mit betrachtet wurde, dass ein Nutzer nicht nur einmal auf die Seite kommt und dann sofort bestellt, was halt du meintest, ne, klassische Betrachtung, sondern dass man da dann von ausgeht, dass der Nutzer tatsächlich mindestens zweimal, wenn nicht sogar mehrmals halt auf die Seite kommt, bevor er dann bestellt. Und dann hat man da schon mal eine etwas feinere Betrachtung, als wenn man für die Conversion Rate wirklich die Visit-Anzahlen nimmt. Ihr nutzt dafür dann, denke ich, berechnete Messwerte, um die herauszufinden, weil die gemeine Conversion Rate, die in Web Analytics Tools verfügbar ist, die berechnet eben immer auf Session-Basis. Und das ist eben tatsächlich das Spannende, dass man sagt, wie viele Nutzer habe ich tatsächlich gehabt und nicht wie viele Sessions. Das ist eine ganz wesentliche Veränderung, finde ich, in der Sichtweise. Und das ist auch einer der größten Trugschlüsse, die man heute so hat, dass die Conversion Rate einfach eine vernünftige Metrik ist, also die normale Conversion Rate, eine vernünftige Metrik ist, mit der man, bestimmte Dinge bewerten sollte, ja. Ja, genau. Weil einfach diese Customer Journey dahinter klemmt. Ne? Genau, ja. Ich glaube auch, das ist einfach mit der Zeit so gewachsen. Ne? Ich meine, wie viel hat sich da in den Tools getan, auch in Google Analytics getan? Früher wurde das halt so berechnet, weil es vielleicht auch nicht anders ging. Das ist noch so eine historische Altlast vielleicht auch. Ich habe immer das Gefühl, man lässt sich da auch sehr schnell so einschränken. Wenn man sofort in das Tool guckt, dann sieht man, okay, es gibt halt die und die Kennzahlen und die Dimensionen und mit denen arbeite ich jetzt. Ne? Wie wäre das denn halt eigentlich, wenn man gar nicht so anfangen würde mit dem Blick ins Tool, sondern wenn man auf einem weißen Blatt Papier anfangen würde, sich mal Gedanken zu machen, was ist denn halt eigentlich jetzt so wirklich spannend für mich zu wissen, wenn ich mal mehr über meine Nutzer herausbekommen würde. Also wie wäre das denn halt eigentlich, wenn man selbst jetzt noch nie in einen Google Analytics Account geguckt hätte, aber man stellt sich einfach mal diese Frage, so ich habe jetzt hier meinen Online-Shop und da kommen dann halt über die Traffic-Kanäle, kommen da die Nutzer auf die Seite und was machen die denn da halt? So, wenn man dann mal überlegen würde, okay, an welchen Kennzahlen könnte ich denn halt eigentlich erkennen, wie erfolgreich mein Online-Shop ist, vielleicht würden dann da halt ganz andere Kennzahlen bei rauskommen als die üblichen Kennzahlen, die wir jetzt aus den Tools kennen. Ne? Ja, ich schätze, das hängt auch damit zusammen, dass viele ein Bedürfnis nach dem Vorhandensein von Tools entwickeln. Also nach dem Motto, diese Zahlen gibt es, ja, und die Conversion Rate steht halt in sehr, sehr vielen Berichten, sehr prominent dort. Also muss das ja irgendwie wichtig sein. Ne? Also müssen wir uns die irgendwie genauer anschauen. Aber du hast schon recht. Also wenn man das auf dem weißen Blatt mal versuchen würde, dann fände ich das auch mal sehr spannend. Ja? Genau, ja. Dieser Spruch, ne, das Tun kommt vor dem Tool wirklich. Oder im Englischen heißt es, glaube ich, auch, it's not the ink, but the think. Ja, also halt nicht die Tinte, sondern das Denken, halt einfach, dass man mehr Denkarbeit nachher reinsteckt, wirklich. Und im Grunde genommen ist dieses weiße Blatt Papier dann halt eigentlich das Tracking-Konzept, was man sich am Anfang überlegt. Wenn man das jetzt halt nochmal zurückbringt in die Web-Analytics-Welt. Also auch wenn ich jetzt halt viel mit Tools arbeite, ist es doch immer wieder ganz gut am Anfang sich zu überlegen, was möchte ich halt eigentlich messen, was möchte ich mir anschauen, analysieren und da an Zahlen betrachten. Und wenn ich mir das vorher überlege und halt mit diesen Überlegungen in das Tool gehe, finde ich da zum einen nicht nur schneller das, was ich wirklich suche, sondern es ist auch zielführender und wahrscheinlich halt mehr erkenntnisreicher einfach, als wenn ich mir die Standard-Reports anschaue. Und mich davon so ein bisschen halt auch schon in meiner Denkweise lenken lasse dann.
Wo du gerade so schön zielführend gesagt hast, ne? Das ist ja eines der Kernthemen in der Webanalyse, dass eben eine Zielsetzung da ist. Ja? Also ich sage ja immer gerne, ohne Ziele keine Analyse. Ja, genau, das trifft's gut, ja. Genau, wie wichtig sind, ja, ihr sprecht ja viel mit Kunden, ja, und gerade am Anfang haben die möglicherweise noch gar nicht so viele Ziele für sich eruiert. Ihr helft denen sicherlich auch dabei, solche zu entwickeln oder auch zu schauen, was könnten interessante Ziele sein. Wie regelt ihr das in der Kommunikation mit dem Kunden? Also wie viel Arbeit ist das für euch, diese Zielbezogenheit da zu wecken? Meinst du da jetzt Ziele, also da muss ich einmal kurz nachfragen, wirklich so Business-Ziele oder Ziele für das Web Analytics, also wo der Kunde mit dem Tool hin möchte? Sowohl als auch. Also auf der einen Seite gibt es ja Unternehmensziele, ja, die sich ja idealerweise auf der Website dann widerspiegeln. Also meinetwegen das Unternehmensziel ist irgendwie Marktführerschaft oder sowas, ne? Und auf der Website müssen dann dementsprechend Verkäufe gepusht werden, es müssen mehr Wiederkehrer generiert werden, was auch immer, ne? Und dementsprechend ja auch verschiedene Makroziele oder eben auch Mikroziele genutzt werden, um eben zu dokumentieren, ob man auf dem Weg ist, das große, große Ziel zu erreichen. Ah, okay, ja, also dass man, ja, da muss man dann diese Business-Ziele und Kennzahlen dann wirklich runterbrechen, ne, so dass man nachher irgendwann auf der Web-Analytics-Ebene ankommt und dann wirklich aus der Anzahl an Nutzern, Conversion Rate, was auch immer an Web-Analytics-Daten, nachher wirklich dann ankommt dabei, was wirft mein Shop eigentlich an Umsatz ab, was für eine Marge steckt dahinter, was für ein Deckungsbeitrag und so weiter. Genau, was sind wichtige Produkte und welche Teile der Website helfen uns dabei, die Conversion zu treiben, ne? Oder Nutzer leichter zum Abschluss zu bringen. Genau, ja. Was ist mit Anpassungen in Google Analytics etwa? Also nehmt ihr da sehr, sehr viele Anpassungen vor oder arbeitet ihr viel mit den Standards, die schon da sind? Also als Beispiel nutzt ihr die Custom Channels oder benutzt ihr Content Grouping, um bestimmte Dinge zu messen oder nutzt ihr vielleicht auch benutzerdefinierte Segmente, um bestimmte Zielgruppen vielleicht genauer einschränken zu können? Wie geht ihr daran? Ja, wir versuchen da wirklich das Tracking schon anzupassen. Also mit dem normalen Page-View-Tracking kommt man nicht mehr wirklich weit. Also da kommst du nicht mehr wirklich an sehr gute Insights ran. Gerade sowas wie Content-Gruppierung oder halt auch Seitentyp-Gruppierung, dass man die Produkte in Kategorien zusammenfasst, hat aber auch alles mögliche an Nutzerinteraktion trackt. Das erweiterte E-Commerce-Tracking, ne, dass ich wirklich sehe, welche Produkte wurden angeschaut, welche Produkte wurden in den Warenkorb gepackt. Das ist schon alles, was eigentlich, ja, schon da sein sollte und wenn nicht, eingerichtet werden sollte. Also da beraten wir die Kunden dann entsprechend und erklären halt auch, wofür das gut ist und warum man das einbauen sollte. Aber in meinen Augen sind das halt auch schon die Sachen, ja, das ist jetzt nicht, ja, es sind eigentlich auch schon Standards dann, sowas wie das erweiterte E-Commerce-Tracking. Ne? Was auch noch spannend ist, sind so benutzerdefinierte Dimensionen oder Metriken, dass man einrichtet, okay, das ist jetzt halt ein Kunde, der oder ein Nutzer, der Bestandskunde ist, dass man den entsprechend markiert in der Custom Dimension oder aber halt auch misst, wie häufig ein Kunde schon gekauft hat, wie viel Umsatz der gemacht hat, um entsprechend halt die Kunden auch in Cluster einteilen zu können. Was sind jetzt halt meine wertvollen Kunden, was sind halt eher die selteneren Kunden bei mir, um dann dort entsprechend halt auch noch mehr segmentieren zu können. Und wie es ist ja immer ein gewisser Aufwand, solche Dinge zu implementieren. Und also ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass es nicht immer einfach ist, den Kunden gegenüber dann klar zu machen, dass dies und jenes dann doch unbedingt noch mit rein soll, weil es kostet ja auch in der Regel Geld, solche Dinge zu machen. Ne? Ja. Nochmal noch ein Feature zu implementieren oder noch eine Custom Dimension an bestimmten Stellen zu übergeben. Und so weiter. Stoßt ihr da in der Regel auf Gegenliebe oder wird dann schon gesagt, so, wieso kommt ihr nicht mit dem Standard klar? Ach so, warum man mit dem Standard nicht klarkommt, das
kann man eigentlich recht schnell dann erklären, wenn es dann halt auch darum geht, okay, jetzt sollte man halt irgendwelche Seitentypen nur anhand der URL zusammenfassen oder so, wie man das auch früher gemacht hat. Nee, das geht dann halt eigentlich schon relativ schnell, dass man das erklärt, was der Nutzen davon dann auch wirklich ist. Vor allem der Kunde kann es ja danach auch noch weiter für sich nutzen. Und vom Aufwand her, gut, wir beraten den Kunden entsprechend und beschreiben halt auch, wie man das Tracking entsprechend anpassen kann. Die tatsächliche technische Umsetzung macht der Kunde dann meistens selbst, ne? Also da beraten wir nur als Agentur. Gerade heutzutage mit den Tag-Management-Lösungen und so weiter ist es meistens eigentlich auch gar nicht mehr so aufwendig, da Anpassungen vorzunehmen. Da haben sich die Strukturen halt auch in den Unternehmen in meinen Augen in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Also da gibt es halt dann schon wirklich mehr Ansprechpartner dafür, mehr Verantwortliche und es gibt nicht mehr diesen reinen oder diese einzelne Person, diesen einzelnen Webanalysten im Unternehmen, der dann für alles zuständig ist, sondern es gibt halt unterschiedliche Ansprechpartner, mit denen man dann da reden kann und dann kann das auch schnell eingekippt und umgesetzt werden. Mhm. Wo siehst du denn aktuell, ich mache einen kleinen Themensprung, wo siehst du aktuell noch Probleme, eine Customer Journey vernünftig zu identifizieren? Also wenn ein Besucher insbesondere mehrmals kommt. Der Klassiker, wenn er das Device wechselt, weil das kann ich noch nicht erkennen, ne? Das ist immer schwierig. Diese Lücke zwischen On- und Offline-Welt, das ist natürlich auch immer schwierig, weil man dann halt nicht weiß, okay, das ist halt so ein blinder Fleck. Ich weiß nicht, was der Nutzer offline noch macht, ne? Wie er sich offline informiert oder über andere Devices halt informiert auf anderen Seiten oder offline in anderen Shops. Diese Verknüpfung zwischen den einzelnen Sessions nachher hinzubekommen, hat gerade auch langfristig, also auf lange Sicht, das ist noch ein Problem im Tracking heutzutage. Da muss man dann halt gucken, wie man das löst. Also wie schaffe ich das? Das ist mit Google Analytics zum Beispiel noch schwieriger als mit anderen Tools heutzutage. Ja. Ja, also die User-ID zum Beispiel ist ja eine Auswegmöglichkeit, nur sie setzt halt auf jeden Fall voraus, dass der Benutzer sich mal eindeutig identifiziert gegenüber dem System, dass ja, er genau. der Benutzer ist. Ne? Also ich habe, glaube ich, letztens auch mal gehört, die Abdeckung, da ist immer noch im einstelligen Prozentbereich bei der User-ID. Also ich bekomme darüber halt wirklich nur sehr, sehr wenige Nutzer über die Devices gematcht. Auch wenn es halt schön wäre, dass man das hinbekommt, aber ob das wirklich irgendwann technisch nochmal einfacher ist oder umsetzbarer, sehe ich bisher noch nicht. Zumindest nicht in den nächsten 2 Jahren, vermutlich. Genau, ne? Also, genau. Wobei, wir wissen ja nicht, was vielleicht in ein paar Wochen schon wieder aus dem Hut gezaubert wird. Wenn ich mich recht entsinne, ist ja auch in den nächsten Tagen irgendwann gibt es wieder eine Produktvorführung, ne? Google Live, wo dann wieder neue Features und so weiter gezeigt werden. Und bin ich auch schon sehr gespannt, in welche Richtung das bei Google Analytics geht, also was man dann künftig messen kann. Also man hat das Gefühl, dass in letzter Zeit mehr Dinge in Richtung Customer Journey durchaus berücksichtigt werden. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel einen neuen Bericht Lifetime-Wert, der so ein bisschen schon mal darauf abzielt, wie der Wert eines einzelnen Nutzers, meinetwegen auf die Conversion bezogen oder auch nur auf die Seitenaufrufe bezogen, so im Verlaufe der Tage steigt. Also durchaus schon mal ein interessanter Ansatz. Hakt natürlich trotzdem, wie du eben schon gesagt hast, zum Beispiel daran, dass Devices nicht vernünftig untereinander getrackt werden können. Dass also dann ein Benutzer immer gleich ein neuer Benutzer ist, meinetwegen, wenn er über ein anderes Device kommt und nicht der gleiche. Aber ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das so in 3, 4, 5 Jahren entwickeln wird. In der Hoffnung, vielleicht surfen wir dann ja auch alle nur noch auf einem Android und keiner hat mehr einen Desktop-PC, dann wäre die Sache schon wieder etwas leichter. Ja, vielleicht behebt sich aber das Problem von selbst mit der Zeit. Ja, aber so ganz rechne ich noch nicht damit, muss ich gestehen. Nee, also dieses Cross-Device-Problem, da bin ich auch eher skeptisch. Da glaube ich auch eher, dass sich das dann mit der Zeit irgendwie selbst lösen wird oder man dann halt doch so ein
irgendwie halt wirklich nur noch ein Device hat, ne? Oder das Device dann zumindest immer erkennt, wo ich gerade online bin. Ich habe aber auch in einer Studie gelesen, dass so viele Bestellungen halt auch gar nicht cross-device nachher tatsächlich stattfinden. Also vielleicht machen wir uns da auch zu viele Sorgen. Und meistens ist es so halt, so Bestellungen, die online auf dem Desktop angefangen werden, werden auch häufig auf dem Desktop dann wieder abgeschlossen. Okay. Also vielleicht ob das dann ist für der Mobile Effekt genauso ist, so ne? Ja, vielleicht. Also weiß, wünschenswert wäre es für die Auswertung auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da von Website zu Website extrem große Unterschiede gibt. Also du weißt selber, ob überhaupt Leute per Mobile auf eine Seite gehen. Im B2B-Bereich ist das ja auch nicht unbedingt immer gegeben. Da wird ja auch sehr viel über Desktop gemacht. Ne? Und wahrscheinlich gibt es dann einfach diese großen Unterschiede, die man dabei nie vergessen darf. Und so ist eben keine Seite wie die nächste, finde ich immer. Genau, keine Seite ist wie die nächste und auch kein verkauftes Produkt oder verkaufter Service ist wie der nächste. Ne? Das ist auch auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass man neben den Analytics-Daten auch wirklich die Webseite und das Angebot sich nochmal anschaut und da halt auch schaut, macht das halt eigentlich Sinn, so diese Standardsachen, dass ich da zu betrachten, oder habe ich irgendwelche Besonderheiten bei mir im Shop? Wie ist das halt mit meinem Produkt, was ich verkaufe? Ne? Wie komplex ist das halt? Wie du vorhin auch meintest, halt, ist das wirklich immer schnell und einfach bestellt oder muss ich da halt doch mehr abwägen in der Bestellung? Wie bei Versicherung zum Beispiel oder bei Mietwagen für den Urlaub. Das ist jetzt bei mir gerade so ein Fall. Hätte ich ja vorher nicht gedacht, wie viel man da wirklich berücksichtigen muss. Absprechen halt auch mit anderen und so. Ne? Das ist dann doch auch für das Tracking im Analytics-System dann nochmal eine ganz andere Grundlage als für einen Fashion-Shop zum Beispiel. Und da kann man nachher nämlich auch viel anpassen im Tracking, wirklich mit Custom Dimensions, dass man halt auch die Nutzer dann entsprechend markiert. Wie weit waren sie denn jetzt halt eigentlich schon im Kaufentscheidungsprozess? Hat derjenige sich halt schon wirklich für ein konkretes Mietauto entschieden oder hat er da halt auch schon irgendwie Versicherungen sich angeschaut und dann halt entsprechend zu schauen, okay, er ist jetzt halt schon dabei, sich um irgendwelche Zusatzleistungen zu informieren, das heißt, er ist da jetzt schon wieder eine Stufe weiter. Ne? Das kannst du halt bei Fashion-Sachen zum Beispiel nicht machen. Hast du denn, sag mal, generell vielleicht auch noch eine Tendenz, also man spricht ja häufig davon, dass man dann abends mit dem Mobile auf dem Sofa sitzt und dort schon mal Informationssuche betreibt, am nächsten Tag vielleicht mit dem Tablet nochmal auf dem Shop vorbeikommt und dann letztendlich per Desktop abschließt. Also du hast jetzt eben ja schon mal erwähnt, dass es wahrscheinlich gar nicht so viel Cross-Device ist, wie man annehmen würde, zumindest laut dieser Studie. Gibt es vielleicht trotzdem irgendwie eine Tendenz, die du so in deinem Alltag beobachtest? Bei mir fällt mir immer auf, dass es immer mehr wird, dass man schon darauf achten muss, dass man halt mal einmal weniger auf den Bildschirm schaut oder einmal weniger das Handy in die Hand nimmt, als man möchte oder man tut. Was mir auffällt, ist wirklich, dass ich wirklich immer mehr online einkaufe und sei es halt auch so alltägliche Dinge, seien es halt irgendwelche Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr auch, seien es auch solche Verbrauchsgüter wie Shampoo, Creme und so weiter, die man sich dann einfach als Abo-Bestellung immer zuschicken lassen kann. Ich denke mal auch, das wird auch immer mehr werden und dass es dadurch halt immer noch weiter vorangetrieben wird, ne, das Online-Geschäft. Jetzt stelle ich immer gerne diese eine Frage, nämlich welche drei Tipps hast du denn für unsere Zuhörer jetzt, für dich lieber Zuhörer, was so die Beobachtung der Customer Journey angeht? Also welche drei Schwerpunkte würdest du den Leuten mit auf den Weg geben wollen? Also mein erster Tipp wäre eigentlich wirklich noch mehr Hirnschmalz in die Konzeption zu stecken, was wir auch eben besprochen haben. Also da wirklich mal mit einem weißen Blatt Papier anzufangen und auch gerne mit mehreren einmal sich da vorzusetzen und zu überlegen, was verkaufen wir eigentlich in unserem Online-Shop und wie sieht unserer Meinung auch, dieser typische Kaufentscheidungsprozess aus. Also wie denken wir, wie läuft der eigentlich ab
Und an welchen Stellen könnte man dort messen, wie weit der Nutzer schon online ist in seinem Entscheidungsprozess? Also, dass man wirklich mit dieser Konzeptarbeit anfängt, bevor man in das Tool guckt. Da halt auch wirklich dann anzufangen, das Tracking entsprechend zu erweitern und anzupassen. Der zweite Tipp wäre, dass man wirklich schaut, dass nicht jeder Nutzer gleich ist, was wir auch am Anfang besprochen haben. Es gibt unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Personas, dass man auch vielleicht in dieser Konzeptphase schon in diesen Rollen denkt. Also wir bei Konversionskraft machen auch Persona-Workshops, wo wir dann diese Personas entwickeln und uns in diese reinversetzen und dann halt aus dieser Nutzersicht heraus dann den Online-Shop nochmal betrachten und dann halt auch zu sehen, was sind da eigentlich die unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen, um diese dann halt letzten Endes auch ja unterschiedlich bedienen zu können, ne? Indem wir dann dort Personalisierungsansätze umsetzen und die Shops halt personalisieren. Das finde ich auch wirklich sehr klasse, dass man dann weggeht von diesem uniformen Besucher, der bei einem auftaucht, der die gleiche Historie hat wie alle anderen, der die gleichen Kaufentscheidungen trifft wie alle anderen, sondern dass man wirklich sagt, nein, alle Menschen sind irgendwie, haben einen eigenen Hintergrund, haben ihre eigene Historie, haben vielleicht eine Minute vorher noch etwas ganz anderes gesucht, als sie es jetzt gerade getan haben, ne? Oder wollen morgen oder nächstes Jahr erst in den Urlaub fahren, was auch immer. Mhm. Und dass man da hingeht und wirklich auch ein bisschen, ja, ist auch das Thema Hirnschmalz nochmal, ne? Auch ein bisschen, ja, besser den Benutzer versteht. Genau, ja, genau. Und das dann halt, ja, das wäre auch gleich mein dritter Tipp, dass man das auch immer gleich ausprobiert und testet. Sei es halt in einem normalen AB-Test oder sei es in einem Personalisierungstest, dass man da halt auch schaut, liegen wir da richtig? Haben wir da einen richtigen Ansatz gefunden und dann halt auch recht schnell dann halt da etwas umsetzt. Das muss ja auch nicht immer sofort perfekt sein, ne? Das reicht ja auch ein kleiner Ansatz, aber sich da einfach mal Feedback einholt und das halt auch online bringt und um zu schauen, wie die Nutzer dann darauf reagieren. Hm. Das ist auch immer ganz wichtig. Also von dem Denken nachher in die Umsetzung auch reingeht. Ja, das ist toll. Also das ist sehr schön. Ich glaube, da kann jetzt ein geneigter Zuhörer durchaus ein bisschen mitgeschrieben haben. Ohnehin würde ich jedem raten, immer mitzuschreiben, wenn irgendwas gesagt wird, was wichtig ist, damit man es nicht vergisst. Ja, vielen Dank, lieber Florian, für die drei Tipps. Was sehen wir denn als nächstes von dir? Wo finden wir dich als nächstes bloggend oder was kann man als nächstes von Florian Möller sehen? Also von mir speziell, meinst du? Von mir speziell, ja, genau. Wird es demnächst wieder was auf unserem Blog konversionskraft.de geben. Ich arbeite gerade an einem Artikel, der sich mit smarten Dashboards beschäftigen wird. Gibt's ja auch von Google jetzt gerade ein neues Feature, das Data Studio, mit dem ich mir Dashboards dann relativ schnell zusammenklicken kann und dann halt mit meinem Analytics-Konto verknüpfen kann. Aber da ist es eigentlich auch wieder so. Da gibt es schon so viele Sachen, die ich mir da reinziehen kann, an Daten und an Diagrammen. Da kommt es dann auch schon wieder mehr darauf an, da sich vorher zu überlegen, was macht eigentlich Sinn und was interessiert mich. Und da arbeite ich gerade dran, da mal ein smartes und kleines Dashboard zu entwickeln und dann auch zur Verfügung zu stellen. Ja, sehr schön. Dashboard ist echt ein Riesenthema. Daraus könnte man eigentlich auch eine ganz eigene Podcast-Folge machen, finde ich. Also die ganzen Überlegungen, die dahinter stehen, also ob das jetzt das Reißbrett am Anfang ist, dieses weiße Blatt Papier, bis hin zu welche Filter setze ich, was sind überhaupt an Zielen auf der Website, die in einem Dashboard berücksichtigt werden sollen oder müssen. Und Data Studio finde ich total klasse, muss ich gestehen, weil es eben nicht nur die Analytics-Daten reinlassen kann, sondern zum Beispiel auch ja, AdWords-Daten oder YouTube oder die Search Console oder irgendwelche Google-Spreadsheets, die man geöffnet hat. Ja, genau, alles. Das macht es einfacher, auch Datenquellen zu verbinden. Ne? Hm. Und was ich auch merke, es macht es auch einfach, sich selbst Metriken zu erstellen. Man hat da ja auch so einen Formel-Editor. Das finde ich auch super. Man merkt noch so ein bisschen, dass es gerade erst released wurde, finde ich, weil dieses Erstellen und darin rumklicken, das ist noch so ein bisschen buggy in meinen Augen, aber ich denke mal, das wird Google auch mit der Zeit ausmerzen und dann ist das ein super Instrument einfach, um Dashboards zu erstellen. Ja. Man darf sich bei Dashboards, das ist vielleicht noch so ein
ein Tipp von mir zum Schluss. Von Dashboards aber auch nicht immer zu viel erwarten. Ich habe immer das Gefühl, dass viele auch denken, ah ja, Dashboards sind so der heilige Gral und dann kann ich die ganzen Daten so runterdampfen auf alles Wichtige. In meinen Augen ist in einem Dashboard, ja, oder in meinen Augen soll halt ein Dashboard halt möglichst so zeitliche Entwicklungen aufzeigen. Also so, und nicht so Tiefenanalysen ersetzen, ne? Also so Sachen, die sich schnell oder von denen ich wirklich so einen zeitlichen Trend haben möchte und immer so ein Monitoring machen möchte, die sind perfekt für so ein Dashboard. Aber tiefere Analysen, die bekomme ich einfach nicht in so einen Dashboard-Rahmen gepresst. Da muss ich dann halt doch meistens wieder ins Tool gehen und da halt richtig mit Berichten und Segmenten und so weiter arbeiten. Ja. Ich habe das Gefühl, da sind einige immer enttäuscht, wenn man dann halt doch nicht komplett drumherum kommt und dann noch mit anderen Sachen außer dem Dashboard zu arbeiten. Ja, da hast du vollkommen recht, ja. Also vielleicht ist das Wort Dashboard einfach auch so schön leicht zu sprechen, dass es deswegen so gerne genutzt wird. Aber ich selber halte von Dashboards auch nur begrenzt etwas, ja, weil die ersetzen einfach keine Analyse. Ja. Und die Analyse findet eigentlich immer in der Tiefe statt. Ganz gleich, ob das jetzt über Segmentierung oder meinetwegen auch tiefe benutzerdefinierte Berichte ist oder was auch immer. Und ein Dashboard kann immer nur, wie ich meine, einen ersten Anhaltspunkt geben für etwas, das man sich genauer anschauen sollte. Und genau, genau. Für Leute, die nicht regelmäßig mit Web Analytics Tools arbeiten, ist so ein Dashboard, glaube ich, immer auch eine feine Lösung. Also als ersten Berührungspunkt. Oder eine Ausrede. Ja. Oder eine Ausrede, ja, kann auch sein. Guck nicht ins Dashboard, sondern log dich endlich mal ein ins Google Analytics. Genau. Das reicht mir jetzt mit deinem Dashboard. Ich leg dir jetzt einen Login an und dann kannst du selbst reingucken. Florian, wo bist du denn im Netz zu finden, wenn wir dich neben dem Konversionskraft-Blog noch irgendwo suchen wollen oder wenn Nutzer zu dir Kontakt aufnehmen wollen, die Hörer meine ich? Also ja, entweder auf unserem Blog, ansonsten bei Xing kann man mich auch finden, adden und mir schreiben gerne. Ja, das sind halt eigentlich so die hauptsächlichen Sachen. Also ich habe zwar auch einen Twitter-Account, den nutze ich aber eigentlich nur zum Lesen. Also ich bin da nicht so der Typ, der da noch Sachen drüber verteilt oder Sachen selbst schreibt, so Tweets schreibt. Facebook bin ich eigentlich auch eher selten. Das ist in meinen Augen auch schon so halb tot, Facebook. Ja. Und ja, ansonsten bin ich dann doch, vielleicht bin ich doch gar nicht so online-affin, wie ich immer denke, auf Instagram und so. Das ist erstaunlich, ne, was sich da für eine Schere manchmal auftut bei Online-Marketern. Ne? Also die einen sind Feuer und Flamme permanent und geben auch abends noch Vollgas und sind immer online und überall auf allen Kanälen. Und die anderen sagen, okay, über Tag mache ich das alles wahnsinnig gerne, aber bitte nur auf einem Kanal und bei meiner Arbeit und so. Das ist halt, da geht echt eine Riesenschere auf, finde ich. Aber das muss auch letztendlich jeder für sich entscheiden. Genau. Ich habe abends schon häufig das Gefühl, dass es genug Internet für den Tag war und mir mein Schädel brummt und man dann doch lieber mal ein bisschen Ruhe einkehren lässt. Ich glaube auch, das ist so ein Altersding. Also ich glaube auch irgendwie so die jüngere Generation, die verstehe ich halt auch nicht mehr so. Was machen die da eigentlich im Internet die ganze Zeit und so? Hört sich zwar traurig an und klischeemäßig, aber da ist wohl echt etwas dran, dass man nicht mehr alles mitbekommt, was so online passiert. Ja, ich glaube auch, ja. Ja, Florian, super. Dann finde ich, hast du uns hervorragend aufgeklärt zum Thema Customer Journey Messung. Und hast ein paar, finde ich, wertvolle Einblicke gegeben darin, wie man an sowas rangehen kann, was man dabei berücksichtigen sollte und dass die Sache vielleicht nicht immer ganz so einfach ist, wie man es auf den ersten Blick meinen könnte, ne, sondern dass es da durchaus auch eine kleine Wissenschaft, finde ich, ist, ne, wie man Dinge zuordnen kann zu bestimmten Nutzern, ne, oder in welcher Phase der Customer Journey sie so stehen. Und wenn du magst, übergebe ich dir gerne nochmal das Wort, dass du nochmal deine letzten Worte für uns hier sagen kannst und bedanke mich schon mal bei dir. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nee, hast du gar nicht? Worte, nee. Nee, dann müssen wir das auch nicht machen, dann ist das ja völlig in Ordnung. Wir haben ja auch schon ganz schön viel geredet jetzt und deswegen. Super, ich bedanke mich bei dir. Und ich danke dir. Ja, ich freue mich schon auf die Reaktion auf diesen Blogpost und auf diesen Podcast, die dann demnächst ja wohl hoffentlich reingehen werden. Und wünsche dann allen noch einen schönen Tag. Wünsche ich auch. Schön, das war wieder ein tolles Gespräch, diesmal mit Florian.
der sich zum Thema Customer Journey Analyse wirklich gut auskennt, weil er es einfach jeden Tag braucht. Ich habe neben den 3 Tipps, die er gegeben hat, habe ich noch für mich einige Learnings zusätzlich mitgenommen und die möchte ich auch nochmal eben zum Besten geben. Also auf der einen Seite, man muss im Auge behalten, was im Kopf des Nutzers vorgeht. Ja, und das insbesondere in die einzelnen Phasen dieser Customer Journey nicht unbedingt immer online stattfinden. Also wir Webanalysten sind ja gerne mal ein bisschen verblendet und verlassen uns vollständig auf die Zahlen, die wir da sehen. Mitunter ist es aber so, dass dort auch Dinge fehlen, ja, weil sie einfach online nicht gemessen werden. Das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist, dass es sinnvoll ist, natürlich sinnvoll ist, eine Nutzer-Conversion Rate sich als berechneten Messwert einfach nochmal einzurichten. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Wer noch ein bisschen Geduld hat, der wird in einigen Wochen einen Suchradar-Artikel zum Thema berechnete Messwerte von mir finden. Der ist gerade schon in Arbeit. Und das Dritte, was ich mitgenommen habe, ist jetzt auch, eigentlich ist das eine Binsenweisheit, aber das mit dem normalen Page-View-Tracking eigentlich nicht viel zu holen ist. Ja, das heißt, es geht immer darum, Analytics auch anzupassen, um letztendlich dann vernünftige Daten zu haben, mit denen man auch noch wirklich arbeiten kann. Das sind meine zusätzlichen Learnings noch und die 3 Tipps von ihm fand ich super. Wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, fände ich das super. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, teilt sie fleißig, ja, sagt anderen Webanalysten, dass es diesen Podcast gibt. Das fände ich hervorragend und toll. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.